Hey yo, ich bin Neil, ich mache Musik bei Parolip und das ist Negative White. So. Vom Radar. Hey yo, Sali Neil, schön, dass du dir Zeit genommen hast, um für uns hier zu sein und ein paar Fragen zu beantworten. Ihr habt ja jetzt kürzlich eure erste EP rausgegeben, das sind die ersten Aufnahmen auch gewesen, die ihr veröffentlicht habt. Was ist das so für ein Gefühl? Es sind ja nicht die ersten Aufnahmen, wo ich mit irgendeiner Band veröffentlicht habe. Aber man ist sehr gespannt und man geht natürlich um 12 Uhr in der Nacht direkt auf Spotify schauen, ob alles geklappt hat. Und ich habe auch schon etwas veröffentlicht, nachher hatte es einen Schreibfehler drin. Das war scheiße, das war richtig scheiße. Aber damals hat alles wunderbar geklappt. Und die Reaktionen waren gut, es ist eigentlich alles gut gelaufen. Das ist eben so, also quasi die EP-Veröffentlichung von Compliments. Ist es für Bordolip eigentlich ein kompletter Erfolg gewesen? Brrr, wenn ist es ein Erfolg? Es ist draussen, also es ist erst der erste Teil, es ist ein Compliments Argument, da ist jetzt die erste EP sozusagen und ein Erfolg ist dann, wenn beide zusammen auf eine schöne Schallplatte pressen. Du bist ein Plattenliebhaber, darum finde ich da erst recht, kommst du schön rüber. Das heißt, man kann sich darauf freuen, dass dann auch noch wirklich etwas, was man für die Hand bekommt. Genau. Der kommt noch, der kommt noch. Aber zuerst kommt jetzt natürlich der zweite Teil von der EPs und nachher wird das Zeug auch gepresst. Okay. Wie ist denn so die ganze Arbeit vonstatten gegangen mit dem Songwriting und dem Aufnehmen? Wie lange haben Sie das davor gehabt? Ich meine, seit 1,5 Jahren gibt es euch ja. Songwriting. Du willst jetzt sicher hören, dass ich im Traum irgendwelche Songideen hatte. Das ist so ein bisschen überromantisch. Nein, weiß nicht, läuft recht trocken bei uns. Ich bringe irgendwelche Akkordfolgen mit und dann arbeiten wir zusammen daraus Songs aus. Und gewisse Sachen, die jetzt auf Compliment sind, sind auch schon vor 2 Jahren entstanden. Also das Zeug ist uralt zum Teil. Und aufgenommen war es, die Studiosession ist auch schon 1 Jahr her oder so. Also für uns fühlt sich eigentlich schon recht alt an. Komischerweise. Man hat schon wieder neues Zeug geschrieben. Das heißt, sie haben die Lieder, die es veröffentlicht, vor einem Jahr schon aufgenommen. Ja, das ist krass, das Zeug ist uralt. Aber nachher nimmst du es auf und dann entscheidest du dich, ja, diesen Song könnte man vielleicht den Gesang nochmal machen, ein halbes Jahr später. Dann musst du immer ein bisschen auf dich wirken lassen. Und ja, irgendwann zieht sich das so in die Länge. Und auch mit dem ganzen Design. Wie aufwendig ist es, um eine verdammte Platte zu designen? Das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Und dann willst du noch Videos drillen. Ja. Und du hast schon angedeutet, ihr habt ja alle Songs gleichzeitig aufgenommen gehabt, wo ja auf der zweiten EP dann wird rausgehen. Warum haben die Aufteilung gemacht gehabt? Weil das ist ein Geschäftsmodell, das man uns vorgeschlagen hat, dass du zuerst ein EP rausbringst und schaust, wo sind mögliche Leute, die es interessiert. Gibt es überhaupt Leute, die es interessiert? Und dann kannst du die zweite, je nachdem, kannst du halt ein bisschen präziser promoten. Also in dem Sinn. Und man nicht alles, sonst bringt man Sachen raus und in der heutigen schnelllebigen Zeit ist natürlich alles wieder weg. Nach 2 Wochen kannst du schon keine Promo mehr machen, weil halt, es ist schon wieder alt. Und so kannst du halt so ein bisschen wie Strecke über eine längere Zeit haben. Okay, gehen wir also wieder zurück zu eurer ersten EP, die rausgekommen ist. Also ein Lied ist ja ein Cover, das ihr gemacht habt von den Yardbirds. Cool. Findest du geil? Also Yardbirds oder das Cover? Ja, das Cover, denke eine schwierige Frage. Und ehrlich, nein, es hat mir wirklich sehr gefallen, muss ich sagen. Aber mir hat die Frage gestellt, das ist eure erste EP, ihr habt gerade ein Cover drauf gepappt. Warum? Es ist ein geiler Song einfach. Ich weiß nicht, haben, das sind so Sachen, wo du manchmal, wenn du betrunken im Proberaum rumhängst, denkst, komm, spiel mal den Song. Das ist irgendwie geil. Und nachher denkst du, ja, funktioniert recht gut. Und dann haben wir im Studio. Das war, glaube ich, der erste Song, den wir aufgenommen haben. Und dann ist der Cover natürlich besonders geeignet, weil es ist der persönlich nicht so wichtig. Und dann denkst du, ja, jetzt probieren wir mal mit dem ein bisschen Sound finden. Und hat super geklappt. Und darum haben wir ihn aufgenommen. Und dann ein anderes Lied ist das Interlude auf dieser EP. Oh ja. Und da habe ich mich wirklich einfach ein bisschen gefragt, ihr habt schlussendlich 3 Musikstücke auf dieser EP und ein Stück, das schlussendlich in einem Text ist, wo musikalisch untermalt ist. Neben dem, dass ihr den Text auch genommen habt vom, wie das? Daryl Hein. Ja. Was ist da der Gedanke dahinter gesehen? Also der Daryl Hein, da gibt es schon mal ein Sternchen für eine gute Recherche. im Fall, also weißt, ich produziere selber auch Musik, wo aber nicht so in das klassische Rock-Ding hineingeht. Und es hat 2 Interludes, es hat auch auf dem Argument-Style dann nochmals Interlude und das sind Sachen, wo ich einfach
in komischen Momenten irgendwelche lustigen Loops gefunden und gedacht, komm, daraus machen wir jetzt irgendetwas. Und es soll so ein bisschen wie ein Kontrast sein zu den anderen Songs. Ein Kollege von meinem guten Kollegen, der in England Film studiert hat, die EP gehört, gesagt, er findet alles geil, außer die Interludes, die gefallen ihm nicht so. Weil dort steche ich so ein bisschen aus dem Gesamtkonzept aus. Aber das ist genau die Idee, das soll jetzt so ein bisschen wie Zwischeninseln sein, zwischen all dem hässigen Gehämmer. Aber warum denn haben wir einfach wieder. Warum hast du nicht selber Texte? Oder wir haben ja nicht als Band selber Texte dazu geschrieben gehabt? Ich bin nicht sehr kreativ. Nein. Ich finde es ein wunderschönes Gedicht, auch von Daryl Hine. Und beim zweiten ist ein Gedicht von Aldous Huxley. Mhm. Hast du mal Brave New World gelesen? Okay. Das ist super. Ich bin ein riesiger Huxley-Fan. Und das ist ein Gedicht, das ein Alien heisst. Und das ist dann das zweite Interlude. Ich einfach dort, eben gerade weil es sich so unterscheidet, habe ich nicht meine eigenen Texte nehmen, vor allem nicht selber singen. Das sind Translator, die ich im Internet den Text eingegeben habe und dann die Sounds abgesampelt habe. Und da gibt es dem auch so ein bisschen trockenes Gefühl. Das finde ich cool. Nein, ich hätte nie einen eigenen Text von mir nehmen. Aber denkst du jetzt ein bisschen abschreckend wirken, eben gerade weil es auch nur drei Songs sind, schlussendlich, die man hören kann? Und ein Stück, wo ich würde es mal behaupten. Ich würde es mal behaupten, dass die meisten Leute sagen, ja no, also ich habe mehr Lust zum Musik hören und weniger zu mir als da irgendwelche tiefgründigen Gedanken zu machen. Ja, du hast ja vorher auch vom strategischen geredet gehabt, mit dem Aufteilen. Ja gut, ich weiß nicht, das ist jetzt eine Überlegung, die du machst, dass die Leute vielleicht. Ich finde, man darf schon auch die Leute ein bisschen herausfordern mit dem Zeug. Nicht? Komm, du hörst auch anspruchsvolle Musik vor, gehört, was du hörst. Du willst auch nicht immer nur Musik haben, du willst auch Gedanken dazu machen. Und ich weiß nicht, ich finde das nicht so riskant. Wer es nicht will hören, kann ja weiter skippen. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, als ich den neuen EP gelost habe, dass ihr gerade auf der ersten nicht wirklich Wand gefallen wollt. Das heißt, ihr könnt auch bewusst auf teilweise poppige Elemente verzichten, würde ich es mal sagen. Ist das auch ein bisschen eure Einstellung selber, wenn du wirklich einfach auch ein bisschen nicht gefallen und ein bisschen anecken? Das ist ein schöner Gedanke. Ja. Ja, also weißt du, ich meine, ich schreibe gerne so Pop-Sachen, ich schreibe gerne poppige Refrain, wo schnell reingehen. Aber ich will, eben, man will es den Leuten ja auch nicht so einfach machen. Oder du willst, ich breche da dann gerne. Du hast irgendeinen Pop-Part und nachher klebst du wieder mit Sachen hin, wo viele Leute vielleicht nicht gleich ansprechen. Und ich weiß nicht, ich will keine pure Pop-Band sein. Nein, danke. Das ist, ja, wie du sagst, das ist so ein Anspruch, den wir von uns haben, um ein bisschen anecken. Und ich glaube, allgemein der Sound ist so ein bisschen da, wo die Leute momentan uncool finden. Und hast du das Gefühl, dass wir gerade im Sound sind, dass ihr als Band, eben wie gesagt, nach eineinhalb Jahren, habt das Gefühl, ihr habt schon den Sound gefunden? Moment, kein Problem, lass die Zeit. Ja. Würde ich im Fall sagen, jetzt haben wir unseren Sound recht gut gefunden. Es ist Gitarre dominiert, klar, oder? Mhm. Da hört man. Aber es hat auch viel Synthes drin, aber ich mag, dass die Synthes nicht so künstlich tönen, sondern ein bisschen kaputt. Ich mag es, wenn alles ein bisschen zerrt und ein bisschen rumfurzt. Ja, da ist so ein bisschen der Sound. Eine Kollegin hat einmal gesagt, das tönt so wie das, wo man hören will, wenn man vor einem Schicki-Micki-Club steht und nicht reinkommen ist, wie man vielleicht nicht höflich gelächelt hat oder so. Und betrunken ist und vielleicht nachher auch um die Ecke dann am Boden kotzt. Also weißt du, es ist so ein bisschen die Ästhetik vom Hässlichen. Auf das stand ich. Okay, also jetzt würdest du sagen, wir als Bordeaux-Lip zusammen haben, sind auch eine Einheit geworden. Im Fall mega. Ich probiere zwar das Gang-Feeling noch mehr pushen. Ich weiss nicht, meine Bandleute sind nicht mal da. Ich wünschte, wir hätten uns heute schon morgen um 9 Uhr ein bisschen betrunken und werden da ein lustiges Interview gegeben. Das heisst, wenn man sich auch mal über einen Auftritt in allen gleichen Lederjacken von uns aller Biker-Gang, einfach als Bordeaux-Lip-Gang. Ja, nein, aber weißt du, ich meine, du hast ja immer so. Es gibt Bands, die wirklich beste Kollegen sind, die zusammen aufgewachsen sind und haben gesagt, wir machen eine Band. Und dann gibt es Leute, die mehr durch die Band zusammengekommen sind. Und das ist bei uns. Wir sehen uns vor allem beim Proben. Und nachher betrinkst du schon kleiner zusammen und machst ein bisschen Party. Aber wir sind nicht die Leute, die morgen bis Abend miteinander verbringen. Das ist vielleicht gesund, aber manchmal hätte ich gerne ein bisschen mehr Abenteuer. Liebe Buben, hängen sie ein bisschen mehr mit mir um. Das heisst, fühlst du dich selber einsam, wenn deine Jungs nicht um dich herum sind? Nein, das geht schon. Okay, es haben du eben schon recht viele Lieder aufgenommen. Ich glaube, etwa 9 insgesamt. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Wo denkt ihr, wenn euch noch ein bisschen weiterentwickeln, in welchem Bereich? Ich weiß nicht, ich würde es gerne im Fall noch kaputt machen.
Ich lasse momentan, was lasse ich so für Musik? Hast du Solo-Platte von Julian Casablancas gehört, dem Stroke-Sänger? Nein. Da musst du im Fall unbedingt gehen, das sind verdammt kaputte Sachen. Also es geht noch extremer in deinen, dass du zum Beispiel mit Drum Machines arbeiten, wo du nachher zerrst und irgendwie da den Fleischwolf lässt. Da wird ich vielleicht noch ein bisschen mehr, ich glaube, ich werde es noch ein bisschen elektronischer machen. Und ich will nicht unbedingt dogmatisch daran gehen, dass du sagst, wir sind die klassische Rockband mit zwei Gitarren und mit einem Schlagzeug, wo Four to the Floor durchbretscht. Sondern ja, vielleicht schon ein bisschen experimentell, aber für den Moment, eben, jetzt kommt mal die zweite EP und wir sind voll stolz auf die ist recht geil war und stehen voll dahinter. Also, ich mache mir noch keine Gedanken über den nächsten Song. Aber man denkt, also denkst du, dass auch nach der ersten EP ist quasi wieder der Prozess noch nicht fertig von der Entwicklung, schlussendlich, es wird noch Veränderungen geben? Nein, definitiv ist es nicht fertig. Also ich weiß nicht, da macht es ja spannend, oder? Dass du immer neue Sachen kannst entdecken. Mhm. Es stimmt halt auf einen Wunder. Ich meine, du hast eben schon auch in verschiedenen Bands, also du spielst schon noch in einer Band jetzt parallel dazu, hast ja vorher auch schon andere Projekte gehabt. Wie ist das, wenn du dich quasi zurückversetzt? Ist das auch mal ein 10-jähriger Bub, der sagt, ich will Musiker werden? Wie ist das so? Was hast du für Erwartungen gehabt? Und wie haben sich die bewahrheitet? Ich weiß nicht. Jeder Musiker, das primäre Ziel von jedem Musiker, der anfängt, ist Frauen beeindrucken. Klappt's? Nein, sicher nicht. Das klappt doch nicht. Bist du sicher? Wirklich sicher? Hast du mal eine Frau, du schreibst sicher auch ein bisschen Musik, oder? Nein, habe ich aufgegeben. Okay, wenn du einer Frau einen Song schreibst, dann ist der in vielen Momenten eher abschreckend. Hm. Warum ist es denn abschreckend? Vielleicht kannst du irgendwo noch Tipps geben. Weil vielleicht ist das so ein bisschen überromantisch. Ich weiß nicht, wenn das 16-jährige Bub im Schwarm, wo du noch nie wirklich mit dem Gerät hast, einen Song schreibst, dann ist das eigentlich schon ein bisschen creepy. Das heisst, du hast also noch nie geklappt, dass du einer Frau ein Lied geschrieben hast? Mit deinen schrubbeligen, verwurschteten Haaren bist du dort gesessen, mit einem schelmischen Lachen und der Gitarre? Nein. Hat noch nie geklappt? Ich glaube nicht, dass ich in die kitschige Situation gekommen bin, dass ich dann jemandem vorgespielt habe. Ich habe meine aktuelle Freundin durch Musik kennengelernt, also hat es eigentlich schon geklappt. Okay, und auch sonst so meine Erwartungen, quasi Raum und so, hat das sich schon eingestellt? Also ich nehme es mal, als du es auch gehabt als junger Bub. Ja, da haben wir. Da haben wir wirklich, weißt du, 16-Jährige meinst, hast du die Vorstellung, dass du als Musiker nur kannst bestehen kannst, wenn du auf der grossen Bühne stehst. Du siehst nur die Musiker, auch weil man sich halt noch nicht so wirklich für Untergrundmusik interessiert. Aber mittlerweile, irgendwann findest du dich damit ab, du wirst nie Geld damit machen. Vergiss es schon gerne in der heutigen Zeit. Und du musst es wirklich aus Freude machen. Und wenn nur drei Nasen an dem Konzert sind, dann gibst du für die drei Nasen Vollgas. Und wenn es nachher einen von denen richtig geil findet, dann hat es sich schon gelohnt. Und im Fall, die grossen Ambitionen habe ich aufgegeben seit ein paar Jahren. Und mache es wirklich aus Freude. Und ich glaube, das ist sehr ein gesunder Zugang, weil halt. Du schaust nicht auf Erwartungen. Oder? Du kannst auch wirklich machen, was du willst. Eben die Interludes. Das hätte ich noch nicht gemacht, wenn ich hätte einen grossen Erfolg haben mit dem Zeug. Ich will eigentlich schon. Ja. Es ist cool, so wie es ist. Es ist wirklich toll. Es macht Spass. Das heisst, du rechnest eigentlich nicht damit, dass ihr jemals im Hallenstadion ausverkauft werdet spielen? Nein, danke, weil du musst auch mega viel für das musst Kompromisse eingehen. Schau mal Bands an wie Baba Shrimps oder Yoko, wo sich einfach. Der Typ von Yoko hat vorhin in einer richtig coolen Band gespielt und auch Yoko ist gut, aber du merkst einfach, wie sie sich in das Corporate-Ding reindrücken lassen und wie sie dann eine aggressive Promo haben und so. Und das ist etwas, was ich nicht will, weil ich bin relativ schlecht darin, mich selber zu verkaufen. Nein, ich bin mir nicht so sicher, ob du schlecht bist. Nein, also, weißt du, ich habe eine Crowdfunding-Kampagne gehabt zum Beispiel und ein Crowdfunding musst du wirklich aggressiv mit Social Media Werbung dafür machen. Und das ist etwas, was ich nicht gut kann, weil ich habe schnell das Gefühl, ich gehe den Leuten auf den Sack. Und zum im Hallenstadion spielen musst du zu ganz vielen Leuten nett sein und viele Händchen schütteln und ja, am Schluss viele Sachen machen, die du wahrscheinlich selber uncool findest, wie Station IDs, die ich nachher auch noch werde müssen machen. Und nein, und was ist geil am Hallenstadion spielen? Ich glaube, am Hallenstadion ist meistens Kacksound. Das heisst eben quasi Kompromisse gehen, sicher keine Option für euch. Das heisst lieber eben das Aneckige, weniger Poppige machen. Ja, wer weiß, wie ich in 5 Jahren dazu stand. Aber im Moment gefällt mir das ja. Und mit Touren macht auch Spass, trotz wahrscheinlich schlechter Unterkunft und Zugbillen noch selber zahlen müssen. Touren? Wir haben noch nie wirklich eine Tour gemacht. Das ist ein grosser Traum. Ich will unbedingt mit so einem kleinen Van, weißt du, die auch so Touren, die will ich schon mal gemacht haben. Und das steht dann mit der zweiten EP, mit dem Album-Release auch an.
im Moment haben wir es noch nie gemacht, aber ich freue mich mega drauf. Ich will da. Und wenn wir das Zugticket müssen selber zahlen und in scheiß Hotel schlafen. Okay, das heisst, es ist eigentlich wert für die Musik, so zu leben. Auf jeden Fall, weil es ist ein Abenteuer, oder? Okay, das ist eigentlich alles von meiner Seite gesehen. Aber hast du noch eine Frage, die du schon mega gerne mal gestellt werden würdest? Ich würde dir auch gerne dir stellen. Dann. Aha, das ist fast schwierig. Ich habe die Leute immer gefragt, was ist ein Wort, wo du willst, in den Text einbauen, aber es ist dir noch nie gelungen. Und was war das Wort? Ich wollte immer mal einen Text schreiben über einen Frauennamen. Ah, das habe ich zwar gemacht. Das mag ich mit Lorelei. Das habe ich gemacht, ja. Nein, mir kommt spontan auch keine gute Antwort in den Sinn. Und darum ist es eigentlich eine blöde Frage. Ja gut, dann lassen wir es mit der blöden Frage. Ich bedanke mich nochmal, dass du dir Zeit genommen hast, gell? Danke dir, cool, es war spannend.